vom Regen in die Traufe. Besser könnte man die Situation der jungen Amerikanerin, Studentin und Zauberkünstlerin Samantha Everett kaum bezeichnen. Denn nach einer Motorradpanne verschlägt es die hübsche Dame zum Herrenhaus eines gewissen Dr. David Stiles, der seine Frau vor einigen Jahren bei einem schlimmen Unfall verloren hat. Rein zufälligerweise sucht Dr. Stiles gerade eine neue Assistentin. Und als die eigentliche Assistentin vor den Augen Samanthas aus unerfindlichen Gründen angsterfüllt davonläuft, nutzt die Protagonistin des Xbox 360 Adventures Grey Matter die Chance, um sich selbst als neue Assistentin auszugeben und sich den Job unter die Nägel zu reißen. Was sie dabei allerdings noch nicht weiß, Dr. Stiles ist ein Experte für abnormale Vorkommnisse und ein Freund seltsamer Gehirnexperimente. In der englischen Universitätsstadt Oxford, wo das von der Gabriel Knights Autorin Jane Jensen entworfene Spiel angesiedelt ist, hat Stiles keinen guten Ruf. Schon das Intro, das wie die meisten Cutscenes im düsteren Gothic-Comic-Stil gehalten ist, gibt die Marschrichtung vor. In Grey Matter ist vieles unerklärlich und mysteriös. Hi, I'm the new assistant for Dr. Stiles. Als Assistentin führt ihr anfangs einfache Jobs aus und müsst nicht nur 6 Testpersonen für ein neues Experiment des Docs finden, sondern auch Büroarbeiten verrichten und Akten sortieren. Schnell findet Samantha heraus, dass Dr. Stiles irgendein Geheimnis umweht. Was es mit dem Doktor auf sich hat, das gilt es in den folgenden Stunden herauszufinden. Die Steuerung ist dabei recht gewöhnungsbedürftig. Zwar könnt ihr Samantha frei durch die schicken Renderkulissen steuern, Gegenstände und Personen wählt ihr jedoch etwas umständlich per Kreismenü aus. Die verschiedenen Schauplätze besucht ihr ganz bequem per Klick auf einen Busfahrplan. Nach kurzer Ladezeit landet ihr dann direkt am gewünschten Ort. Hier sind wir nun im Zentrum von Oxford unterwegs, das die Entwickler optisch sehr authentisch eingefangen haben. Damit euch auch ja nichts entgeht, müsst ihr so ziemlich alles anklicken, was möglich ist. Eine große Schwäche beim Rätseldesign offenbart sich schon recht früh. Nur wenn ihr bestimmte Ereignisse auslöst oder Objekte einsammelt und wichtige Hotspots abklappert, wird die Story weitergeführt. Das bedeutet in der Praxis, dass an einem Ort, den ihr schon mehrfach besucht habt und an dem eigentlich nichts Wichtiges passiert ist, plötzlich doch ein neues Rätsel oder neue Personen zu finden sind. Samantha hat, wie schon erwähnt, ein Faible für die Zauberei und das zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Spiel. Denn ursprünglich war ihr Plan, den sogenannten Daedalus Club zu finden, eine exklusive Gemeinschaft von Magiern und Zauberern. Schon recht früh im Spiel macht Samantha Bekanntschaft mit dem Magier und Zauberladenbesitzer Mephistopheles. Der gibt ihr schließlich Rätsel auf, die sie nach und nach immer ein Stückchen näher Richtung Daedalus Club bringen. Viele der Rätsel lassen sich dann auch nur mit Hilfe von Samanthas Zauberkünsten lösen. In eurem Zauberbuch findet ihr für fast jede Situation den passenden Trick. Hier müssen wir beispielsweise einen Brief mopsen, ohne dass er gegenüber etwas davon bemerkt. Dazu befolgt ihr einfach die Anweisung des Zauberbuchs und legt eine Abfolge von Aktionen fest, die dann anschließend automatisch ausgeführt werden. Hey, Homer, do you happen to know if that payphone over there works for international calls? I was thinking about calling my mom. Couldn't say. That's all right. I'll go check. Schwupps, und schon haben wir den Brief und können ihn manipulieren. Habt ihr durch Zaubertricks und Überredungsarbeit endlich genug Freiwillige gefunden, startet Dr. Stiles sein Experiment. Da ein Proband fehlte, muss Samantha einspringen. Zwar geschieht den Versuchspersonen dabei nichts, aber auf einer Laufrennbahn außerhalb der Stadt ereignen sich seltsame Dinge. Was es damit auf sich hat, das müsst ihr herausfinden. Wo die Puzzles oft auf lästige Lauf- und Sucharbeit und das Abklappern von Hotspots hinauslaufen, überzeugen Story und Charaktere umso mehr. Ab dem dritten der insgesamt 8 Kapitel steuert ihr abwechselnd Samantha und Dr. Stiles und lernt die beiden Charaktere und ihre Beweggründe immer besser kennen. Die Handlung dreht sich dabei um den Tod, den Verlust eines geliebten Menschen und allerlei Psy-Themen. Szenario, Story und Figuren sind erstklassig designt, allerdings sind die Rätsel meist recht belanglos und oft auch unlogisch. Wer damit klarkommt und ein Spiel mit einer außergewöhnlichen Handlung, erwachsenen Themen und viel Zauberei sucht, der wird hier dennoch auf seine Kosten kommen.